Und ich bin überzeugt, Gott möchte uns alle mit dieser Kraft und diesem Frieden beschenken. Uns helfen, das Gute zu sehen, in Dankbarkeit innen dürfen zu bleiben, mal probieren, unseren Mut zu schliessen, wenn wir so ein bisschen dem Ausrufen und Beschweren verfallen. Und dort uns daran erinnern, das ist immer noch Gott. Ein Gott, der es im Griff hat. Ein Gott, der so gut meint mit uns und uns über alles liebt. Ganz egal, ob wir alles richtig machen oder falsch. Jetzt möchten wir aber auch dich noch recht herzlich begrüßen, der die Predigt auf Podcast nachschaut. Geben wir doch Ihnen einen lauten Applaus aus dem Kalkofen raus. So schön hast du eingeschaltet. Wir hoffen, dass auch diese Predigt irgendwie inspiriert hat, wo du dran bist und du immer auch wieder neue Hoffnung darfst bekommen und dein Herz auch darfst auftun für das, was Gott dir möchte sagen. Heute Morgen ist das Thema Beschwer dich nicht. Ich glaube, etwas vom Herausforderndsten im Leben, wo wir dran sind, ist immer wieder auch, wenn es unseren Gedanken abgeht, wo wir vielleicht auch ein bisschen unterwegs sind, aus Situationen und Sachen zu erkennen, vielleicht News zu lesen, politische Entscheidungen mitbekommen oder das Weltgeschehen beobachten. Etwas vom Herausforderndsten ist, sich nicht immer aufgrund von diesen Sachen passieren zu beschweren. Auch im eigenen Leben. Es passieren Sachen, die wir manchmal nicht einordnen können. Wir leben nicht in einer perfekten Welt. Es gibt nicht perfekte Menschen. Somit gibt es immer auch wieder Situationen, wo wir eigentlich im Recht wären, uns zu beschweren. Gerade anfangen der Apostel Paulus so sehr direkt in Philipper 2,14 sagt, was ihr auch tut, tut es ohne zu klagen und zu zweifeln. Sehr gerade Worte. Und als ich auch das so gelesen habe, habe ich gedacht, okay, was ist so ein bisschen auch vielleicht ein persönlicher Kampf, den ich habe, mich nicht zu beschweren. Und ich darf ja Vater von drei wunderbaren Mädchen sein. Und dort habe ich auch eine Aufgabe. Und ich bin auch überzeugt, es ist wichtig, dass wir als Eltern auch immer wieder probieren, unsere Kinder zu erziehen, ihnen mitzugeben, wo vielleicht Grenzen sind, ihnen auch Manieren beizubringen, vielleicht auch, wie man sich ein bisschen verhalten sollte, wenn andere Leute kommen, aber nicht nur dann, sondern auch beim Essen oder was auch immer. Oder? Die selber Kinder daheim hatten, da kommen jetzt schon x Situationen in Sinn, oder? Oder irgendwo verzweifelt hast, denkt, wie bringe ich das nur meinen Kindern bei, oder? Den meisten Fällen kommt sie aber nachher gleich gut, oder die kleine Kinder daheim haben, oder kleine, oder sagen wir in einem Spannalter, oder? Haben jetzt vielleicht auch so ein bisschen die Situationen vor sich, oder? Und ich glaube, ihr versteht mich, wie gesagt, die Kinder daheim hatten oder selber haben. Es gibt ja so Situationen, wo du wirklich selber an Grenzen kommst, oder? Es gibt ja so Sachen, zum Beispiel beim Zähneputzen, wenn die Schaufel muss geputzt werden, und man auch so richtig mit Anlauf, die hinteren Teile von diesem Zähneputz, dass der auch der ganze Spiegel voll ist, oder? Und wenn du kommst, wenn irgendetwas willst sagen, sagen sie, ja, du hast gesagt, ich muss da hinten putzen, oder? Oder wenn du ins Bad willst, wo der Wäschköppel drin ist und dann hängen dreckige Unterhosen an der Tür fallen, wo eigentlich in Wäschköppel kämen. Da kommt man irgendwie so ein bisschen ein Gefühl auf, vor allem wenn man das schon mehr wieder einmal hat gesagt. Oder noch besser finde ich, wenn man dann auch den Gang zum Wäschköbel hat gemacht, dass man es dann nicht in den Wäschköbel tut, sondern nebendran an den Boden schiesst. Oder? Und da kommt dann ein bisschen etwas auf. Ein bisschen mein persönlicher Kampf ist mir immer ein bisschen beim Essen. Ich bin eigentlich sehr ein Schnellesser. Beim Essen ist es eigentlich so, bei mir da wird nicht geredet, weil es ist Fütterungszeit. Da macht es einfach tack, das Essen kommt, rrrrk, und dann können wir wieder weiter. Oder? Und bestenfalls nur die lieber 10 Minuten liegen, als da über 3/4 Stunde immer wieder ein Häppchen nehmen. Und dann wieder eine Geschichte erzählen. Und dann wieder ein bisschen. Oder mir hat auch mal ein erfolgreicher Geschäftsmann gesagt, wer schnell essen kann, der kann auch schnell arbeiten. Hat mir also ein bisschen Berechtigung gegeben. Ist jetzt ein bisschen heikel, gell? Ich weiss, Verdauung, man sollte nicht schnell essen. Aber den brauche ich bis an mein Lebensende immer wieder als Ausrede, wenn es um das schnelle Essen geht. Aber was mich dann wirklich an den Rand bringt von meinen Nerven, und dann wirklich das Ausrufen von meiner Seite so richtig anfängt, ist, oder? Da hast du ein bisschen Brot. Und dann wäre ja dazu gedacht, dass man den ins Maul tut und abbeisst, oder? Aber Kinder schaffen es immer wieder, den auf 100 Art und Weise zu verbitzeln. Am liebsten so ein Brösmeli überall rumliegen. Und dann nehmen wir wieder ein bisschen, dann nehmen wir das nächste und das tun wir auch noch verbitzeln. Und dann kommt ein bisschen etwas, oder? Und warum erzähle ich das? Anfang tut es nachher von meiner Seite her relativ gesetzt. Auch gut, ein bisschen erzieherisch, vielleicht auch ein bisschen ermutigend, ermahnend, dass wir auch dürfen, doch beim Essen das Besteck brauchen. Und nachher kommt etwas. Sobald ich das erste Mal wie etwas gesagt habe, gehen meine Augen immer dorthin. Läuft es gut mit dem Essen?
Oder haben wir schon wieder den Bulli in der Bratsauce drinnen geschlitten? Oder erzählen wir eine Geschichte und die langen Haare, die sind jetzt hier bei der Bratwurst drüber geschlitten, oder? Dann habe ich so einen Blick immer. Und dann kann ich mich fast nicht mehr lösen. Und dann fängt es an, von eigentlich gut gemeint, indem ich nur noch ausrufe. Und das ist oftmals für die Kinder viel strenger als in Schule, weil dann geht es nicht 10 Sekunden. Und ich habe zwar dann schon 4 Sachen erkannt, die ich nicht gesagt habe, aber beim 5. dann verputzt es mich nachher, oder? Und oftmals gehe ich dann völlig in das Beschweren und auch Ausrufe hinein, sodass ich jetzt vor kurzem mal entschieden, den Platz zu wechseln, Mittagstisch, dass ich niemand mehr vis-à-vis habe. Jetzt probiere ich immer zum Fenster rauszuschauen und meine Mahlzeit ruhig und besonnen einzunehmen. Kommt mir auch bei uns hin, in meinem Badschäftli Kolosser 3,21 habe ich dort aufgehängt: Ihr Väter, seid mit euren Kindern nicht übermässig streng, denn damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden. Oftmals kommt mir das vielfach leider selber zu viel in Sinn. Gut, warum erzähle ich das? Ich glaube, wir alle haben Kämpfe. Wir alle haben Herausforderungen. Unsere Familie, unsere Arbeitsplätze, im Verkehr, beim ÖV, was auch immer. Wir kommen immer in Situationen, wo wir eigentlich auch das Recht hätten, uns zu beschweren. Und das Spannende ist ja, sich zu beschweren über etwas tut ja irgendwo auch noch gut. Haben wir überlegt, warum sich der Mensch oftmals beschweren? Es tut auf eine Art gut. Man kann ein bisschen Dampf ablassen, ein bisschen Luft rauslassen. Oder? Und wenn man sich dann so richtig intelligent beschwert hat über etwas und einen Punkt hat gesetzt, dann fühlt man sich doch irgendwo auch noch ein bisschen gut. Das Spannende ist aber, was ich in meinem Leben beobachte, durch das Beschweren alleine wird nie eine Situation verändert. Wenn wir einfach in die Luft raus uns ein bisschen beschweren, irgendwo ein bisschen ausrufen und motzen und jammern gegen alles, was läuft, tun wir die Situation gar nicht verändern. Ich habe eine Studie gelesen, die hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Dort haben sie auch so ein bisschen gesagt, wer sich viel beschwert, landet leider oftmals auch in Einsamkeit. Weil du willst nicht mit jemandem, der sich laufend über alles beschwert, dein Leben lang verbringen oder mit einer viel Zeit verbringen. Ich habe in dieser Studie auch gelesen, dass auch neben der Einsamkeit das Problem ist, weil unser Hirn ist so geschaffen von Gott, dass sich immer wiederholende Sachen, dass die uns einfacher fallen, wieder zu machen. Das heisst, es kann sehr praktisch sein, wenn wir etwas lernen und das immer wieder können, wiederholen können, dann gelingt uns das besser. Jetzt ist aber auch so, wenn wir uns beschweren und auch immer ein bisschen mehr beschweren, tun wir unserem Hirn etwas trainieren. Wir tun dem Hirn, weil das Hirn ist ausgelegt, möglichst effizient sein, wie sagen, beschwer dich schneller wieder. Also wir kommen wie in einen Kreislauf hinein, wo wir uns schneller immer wieder über Sachen können beschweren können. Was hat das mir gesehen? Erstens, ich möchte nicht mein Hirn trainieren, sich immer mehr zu beschweren. Mir hat es aber auch gesagt, ich kann mein Hirn in meinen Gedanken trainieren, dass Gott einen Plan hat. Dass ich dankbar sein kann. Dass ich die Situationen mehr erkennen kann, wo ich dankbar sein darf. Dass ich vielleicht auch dort Sachen mehr sehen darf. In meiner Familie, in meinem Umfeld, am Arbeitsplatz, die gut laufen. Wir haben die Wahl, uns dort zu trainieren und so wie uns angenehmer, aber vor allem, glaube ich, auch den Menschen um uns herum angenehmer zu machen. Ich denke da auch an das Volk von Gott, das Volk Israel, das wir in der Bibel lesen, das 400 Jahre in Gefangenschaft war. Und ganz spannend ist dann, irgendwann ist der Punkt gekommen, wo Gott hat gesagt, jetzt ist genug. Gott hat gesagt, jetzt tue ich mein Volk aus der Gefangenschaft rausführen. Ich will es befreien aus dieser Sklaverei, es an einen Ort herbringen, wo ein wunderbares Land ist, was es ihnen gut geht. Wir lesen auch, wie das Volk von Gott Ägypten hat können verlassen. Im 2. Mose 12,35 steht, von den Ägyptern hatten sie sich silberne und goldene Schmuckstücke und Kleidung erbeten, so wie Mose es ihnen aufgetragen hatte. Der Herr hatte dafür gesorgt, dass die Ägypter den Israeliten wohlgesinnt waren. Deshalb gaben sie den Israeliten alles, warum diese sie baten. Also wir lesen, das Volk von Gott hat dürfen gehen mit Gold, mit Silber. Ein bisschen später lesen wir noch das ganze Vieh, haben sie können mitnehmen, kann man vorstellen. Die sind aus Ägypten losgezogen. Wir sind so gesegnet. Der Herr meint so gut mit uns. Und die haben Liedli auf den Singen, oder? Gesagt, dass so gut geht es uns. Wir dürfen rausgehen. So genial, was Gott alles kann tun. Nicht lange ist es leider gegangen, dann kommen sie irgendwo an die erste Herausforderung, wann ein Meer, und ja nachher Gott hat teilt, Mose hat den Stab drin gehabt, das Meer hat sich geteilt und auf das Mal schon dort fängt es an.
Ja, ist echt der Moses ein guter Leiter? Macht er das gut? Der Aaron, was hat er eigentlich genau für eine Rolle? Warum ist er da? Warum redet er zu uns? Wie ist das überhaupt? Wie ist das eigentlich mit dem Essen und dem Trinken? Wie ist das so eine Sache? Und auf das Mal hat das Volk von Gott gäng wie mehr angefangen ausrufen auf das, was eigentlich war. Und haben sich sogar ein bisschen wieder gesehen nach dem, was sie Sklaverei hatte. Wir lesen spannend 5. Mose 6, 2. Normalerweise benötigt man für die Reise vom Sinai-Gebirge über das Gebirge Seir bis nach Kadesh Barnea 11 Tage. Der Plan von Gott war, das Volk von Gott in 11 Tagen in das gelobte Land zu führen. Mit zu essen, mit zu trinken, mit Gold, mit Silber, mit allem, was sie braucht. Was ist passiert, dass aus diesen 11 Tagen 40 Jahre sind geworden? Irgendetwas ist passiert. Kann man sich fragen, ist der Moses die Schuld? Ist es irgendein übermächtiger Feind gewesen, wo das Volk von Gott ist gegenübergestanden? Haben sie ein Problem gehabt mit der Nahrung und sind drum auf Umweg gegangen? Nein. Der Punkt war, das Volk von Gott hat als Feind Nummer 1 gehabt, das eigene Motzen und Ausrufen. Das eigene Ausrufen, das Gott so weit hat gebracht, dass er gesagt hat, ich kann das Volk, das schon jetzt nur ein Motz ist, gar nicht in das Land führen. Ich muss mit einem Umweg gehen, bis sie vielleicht auch wieder realisieren, was sie bereits alles hat da. Ich habe mir selber überlegt, was passiert, wenn ich in meinem eigenen Leben beim Ausrufen, beim Motzen auf einer 11-tägigen Reise von einem Durchbruch eine 40-jährige Geschichte mache. Wenn ich selber so viel Dankbarkeit verliere, irgendwo schnell meine Gefühle, Emotionen freien Lauf lasse. Nur schnell, dass ich mich ein bisschen gut fühle. Dass auf einmal etwas, was Gott geplant hat, so eine lange Geschichte werden kann, wo Gott hat gedacht. Wärst du dankbar geblieben? Hättest du dich auf das Gute fokussiert? Hättest du den Durchbruch schon dürfen erleben? Ich habe in dieser Studie, die ich erwähnt habe, gelesen, dass wir in uns im Schnitt, das ist immer so mit diesen Studien gefragt, aber gleich spannend, in den Gesprächen im Schnitt einmal pro Minute sicher einmal beschweren. Einmal pro Minute in den Gesprächen wird gesagt, und das regt mich auf, und das verstehe ich nicht, und das würde ich anders machen, und das geht gar nicht. Ebenfalls habe ich gelesen, dass jedes Mal, wenn wir uns beschweren, unserem Körper ein Stresshormon, das heisst Cortisol, ausgeschüttet wird. Also wenn wir uns jede Minute beschweren, wird das Stresshormon jede Minute ausgeschüttet. Das Stresshormon ist nützlich dazu, wenn man in einem Kampf ist oder auf der Flucht. Das habe ich lernen bei dem. Aber es ist nicht gesund, wenn das 24-7 immer wieder ausgeschüttet wird. Ich habe mir dann überlegt, was würde man denken oder was würde ich vielleicht selber an mir denken, wenn ich würde sagen, alle Minuten trinke ich ein Gläschen Grappa. Wäre das gesund? Ich glaube, da müssen wir gar keine Antwort dazu geben. Auf Tour, zuerst wird das vielleicht lustig, aber dann ist das gar nicht mehr lustig mit der Zeit. Auf Tour wäre das nicht gesund. Wenn wir uns also immer wieder beschweren, heisst das, wir tun eigentlich auch unserem eigenen Körper etwas Ungesundes. Und mein Wunsch oder mein Ziel von dieser Predigt ist, uns zu ermutigen. Uns zu ermutigen, uns immer wieder probieren, für das Richtige zu entscheiden. Immer auch wieder, wenn Gedanken kommen vom Beschweren, vom Ausrufen, probieren zu sagen, halt. Ich probiere hier, in Dankbarkeit zu bleiben. Ich probiere, mich anzutrainieren, dass ich auch über Situationen, die ich nicht verstehe, kann Gott vertrauen. Ihm den Dank aussprechen. Ihm kann wie sagen, er hat es im Griff. Selber darf relaxter durch das Leben gehen. Und manchmal, wenn Situationen kommen im Leben, vielleicht ein Ehemann irgendwo zocken, auch noch immer nicht in Wäschekübel tut und lässt rumliegen, ist es vielleicht auch mal dran zu sagen, okay, wie sehr beschenkt er mich aber auch. Wenn die Frau zum nächsten Mal vor dem Fernseher einschläft, obwohl wir zusammen eine Serie schauen, auch dann ist es vielleicht nicht der Moment, auszurufen und zu beschweren, sondern zu überlegen, was darf ich alles, wie sehr darf ich beschenkt sein, was darf ich alles profitieren, indem mir Gott der Frau eine Zeit geschenkt. Bei den Kindern genau gleich. Ich probiere, auch wenn es mir noch nicht so gut gelingt, auch in diesen Situationen, die ich nicht verstehe, gleich immer vor Augen zu haben, was für ein wunderbares Geschenk es ist, was für ein wunderbares Geschenk Gott mir gemacht hat, dass ich Vater sein darf. Ich habe mir überlegt, was wäre passiert, wenn das Volk Israel von dieser Studie gewusst hätte.
wenn die hätten gewusst, dass es zu nichts führt. Wenn die hätten gewusst, dass sie gescheiter 11 Tage wären auf dem Maul gehockt. Einfach wären still gewesen. Sich einfach für das Dankbarsein hätten entschieden. Weil sie hätten gewusst, Gott kämpft für sie im Hintergrund. Gott tut ihnen sämtliche Türen auf. Gott hat es im Griff. Ich glaube, wir hätten ganz viel weniger Stoff predigten können zu machen aus dem Volk Israel. Aber ich glaube vor allem auch, sie hätten viel länger und vor allem eine ganze Generation dürfen in diesem wunderbaren Land sein, wo Gott für sie angedenkt hat. Und ich habe es schon gesagt, ich glaube, es ist manchmal echt dran, einfach auf den Mut zu hocken. Sich nicht dann beschweren, wie einfach so herzugehen, so die jammernde Haltung einzunehmen. Glaube ich auch gegenüber Gott, dass wie gar nicht mehr gut ist im Leben. Was ist passiert? Das Volk von Gott, die Israeliten, sind durch die Wüste durchgezogen. Dort hat es immer Manna gegeben, lesen wir in der Bibel, immer das gleiche Essen. Und das kann ich schon verstehen. Wenn du jetzt jeden Tag immer nur Reis und ein bisschen Brot, jetzt vielleicht so ein bisschen unserem Ding, und ein bisschen Wasser überkennst, irgendein ist, gell? Aber es wäre ja eigentlich nur eine gewisse Zeit gewesen. Aber das Manna hat es angefangen aufregen. Und was ist passiert? Wir lesen 4. Mose 4 bis 6. Wer gibt uns Fleisch zu essen? Jammerten sie. Denk nur an die vielen Fische, die wir in Ägypten ganz umsonst bekamen. Dass wir geschuftet und krampft haben und sie genötigt wurden, haben sie komplett vergessen. Wir bekamen so viele Gurken und Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch, wie wir nur wollten. Aber jetzt haben wir alle Lust am Essen verloren, wo wir nichts außer diesem Manna zu sehen bekommen. Ich weiss nicht, wie manchmal das Volk von Gott zurück auf das Ägypten wollte. Wie manchmal sie, obwohl sie erlebt haben, wie das nicht schön war dort und zu Gott geschrien haben, dass er sie endlich befreit, zurückgehen wollen. Irgendwo wieder in die Gefangenschaft. Was ist passiert? Eigentlich ist das Essen auf das Mal wichtiger geworden, als es ihre Freiheit sei. Also eigentlich ist unbedeutend, so ein bisschen raubt uns die Freude und die Dankbarkeit dem Wichtigen, wenn wir eben die Dankbarkeit verlieren. Wenn wir auch ein bisschen den Fokus verlieren, um was es schlussendlich geht, was Gott in unserem Leben bereits da hat. Wir haben vor kurzem erlebt, wie eine von unseren Töchtern eine Stellvertreterin in Schule hatte. Und es gibt ja im Moment jemanden, der auch noch als Stellvertreter einspringt. Und das war bei uns immer ein bisschen das Thema. Die Tochter hat sich so fest über die Stellvertreterin beschwert. Da haben wir selber gestaunt, dass man so wirklich sich kann beschweren kann über das, was alles läuft. Noch in diesem jungen Alter. Da sind ja kreative Sätze immer wieder gekommen und auch Energie. Und ich zuerst dachte, ah, das ist so, kommt ein bisschen etwas, oder? Das hat ein etwas geweckt. Aber ich habe dort auch wieder gemerkt, es ist ja der meiste am Mittagessen gewesen. Ich bin jetzt nicht richtig, da irgendwo etwas zu sagen, sondern auch, dass mir eine wunderbare Frau überlau. Meine Frau hat immer wieder weise, wie sie eh schon gesagt, komm, wir probieren doch auch ein bisschen das Gute zu sehen. Wir probieren doch irgendetwas, nur etwas zu finden, was die Stellvertreterin gut macht. Eins von dieser Stellvertreterzeit ist es darum gegangen, dass sie schon dürfen noch ein bisschen Feedback schreiben, wie die Zeit war. Und gerade als die Tochter sie dann selber gesagt hat, wollte anschreiben, ist ihr das so in Sinn gekommen, was die Mama immer wieder gesagt hat, wir probieren etwas gut zu suchen. Dann hat sie gesagt, okay, irgendetwas finde ich. Und dann hat sie anschreiben und aus dem irgendetwas sind dann anderthalb Seiten Komplimente entstanden. Was die Stellvertreterin alles Gute gemacht hat. Und was ist der Punkt? Unsere Tochter hat selber am meisten Freude daran gehabt. Dass sie das dürfen erkennen, wie auf das schlussendlich dürfen aufbauen. Und warum erzähle ich das? Ich glaube, wir haben oftmals die Wahl, uns für das Jammern, die Herausforderung, Beschweren zu entscheiden. Oder auch irgendwo wie sagen, gut, Gott hat mich schon mit dem und dem beschenkt. Ich kann dankbar sein für das. Ich kann mir heute extra Zeit nehmen, dankbar zu sein. Extra Zeit nehmen, unserem Vater im Himmel alle Ehre zu geben, auch unser Wort zu brauchen für das, statt doch ein bisschen dem Menschlichen zu verfallen, glaube ich, wo wir alle damit kämpfen, einfach ein bisschen pauschal auszurufen. Und da kann man kreativ sein. Man kann auch irgendwo ein Ferienkonto einrichten und jedes Mal, wenn man sich beschwert, ein Fränkchen darauf einzahlen. So merkt man, dass Beschweren sich eigentlich im Sichtbaren, wo nicht nur körperlich oder was auch immer, einem schadet, wenn man das läuft. Macht das kostet einem etwas. Ihr dürft das Kessel machen und nachher die finanzielle Wohltätigkeitsorganisation spenden. Und wir sitzen das Geld hier im Hope and Life Way da, Beschwerdegeld, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Aber was wollte ich damit sagen? Vielleicht ist das ein Akt, wo man einander
kann mutig und sagen, lass uns das mal probieren. Lass uns mal probieren, gut, wenn es kommt. Zu sagen, lieber Gott, hilf mir, dass ich jetzt wieder kehren kann. Wieder kann dankbar sein für das, was alles geht in meinem Leben. Ich habe die Predigt ein bisschen angefangen, in dem ja vom Philipperbrief geredet, der ganz klar gesagt hat, wir sollen nicht jammern, wir sollen nicht zweifeln, sondern wir sollen auch immer wieder das mit gutem Willen tun. Ein bisschen weiter in diesem Brief, im Philipper 4,6, ist von mir aus gesehen auch so ein bisschen der Schlüssel, der hier beschrieben wird, den wir dürfen für unser Leben auch aufnehmen. Es steht, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Es steht, wir dürfen Gott sagen, was wir brauchen. Aber in einer dankbaren Haltung. Mit einem dankbaren Herzen, mit einem Herzen, wo wir dürfen wissen, ja, Gott hat es im Griff. Gott ist der, der gesiegt hat. Gott ist der, der oftmals im Hintergrund so viel mehr tut, als wir uns vorstellen können. Und ich bin überzeugt, wenn wir schon nur ein bisschen probieren, schon nur uns selber vielleicht auch manchmal ein bisschen spiegeln, wo wir oftmals dem Beschweren oder auch Ausrufen ein bisschen verfallen. Wenn wir schon nur probieren, einmal pro Woche uns weniger zu beschweren, einmal pro Woche uns zu erinnern, was in der Bibel steht, uns zu erinnern, was mit dem Volk von Gott passiert ist, bin ich überzeugt, unser Umfeld, unsere Familie, unsere Arbeitsstellen werden ein bisschen zu einem besseren Ort. Es kommt viel mehr Positives rein. Negatives verlässt den Raum, wenn wir es nicht noch sagen. Und selber wie bei unserer Tochter bin ich überzeugt, fängt an, eine Freude zu entstehen. Eine Freude in unserem Herzen, wo nicht immer das Stresshormon ausgeschüttet wird, wo wir uns eben beschweren müssen. Sondern Dankbarkeit ist, glaube ich, ein Schlüssel für ein zufriedenes und eben auch gutes Leben immer wieder dürfen zu erleben. Und wenn ich das so erzähle, habe ich nicht das Gefühl, dass ich immer nur dankbar bin und am Morgen aufstehe und sage, ja Gott, heute ist wieder ein guter Tag, gell, der beste Tag, wie der gestern und der morgen und alles ist immer gut. Überhaupt nicht. Ich glaube, wir sind Menschen, das dürfen wir noch erkennen. Wir müssen nicht perfekt sein, das ist das Geniale daran. Wir leben nicht in einer perfekten Welt, niemand ist perfekt. Das ganze Umfeld ist nicht perfekt. Wir müssen es von uns auch nicht verlangen. Aber wenn wir schon nur probieren, ein bisschen ausdauernd an dieser Dankbarkeit, dieser Zufriedenheit zu trainieren, bin ich überzeugt, fängt an und eine himmlische, göttliche Atmosphäre um uns herum erlebbar werden. Und das Schöne daran ist, wir werden es selber immer wieder genial auch selber erleben. Ich möchte schließen mit einer Geschichte aus der Bibel, wo wir lesen, eine Geschichte, die ich liebe, weil es so schön ausdrückt, dass es, glaube ich, wichtig ist, dass wir einfach immer wieder dranbleiben. Ausdauernd probieren, die göttlichen Prinzipien festzuhalten. Wir lesen in der Bibel vom Propheten Elisa. Der Prophet war ein Mann, der klar von Gott gehört, was er darf dem Volk weitergeben, den Leuten, die um sie herum sind, weiterverzählen. Der Prophet ist, Elisa war unterwegs, wahnsinnig viel mit Gott erlebt. Und eigentlich so ein bisschen gegen Schluss, wir lesen, ist eigentlich so ein bisschen im Sterbebett gelegen, ist der König noch zu ihm gekommen. Und er hatte eine Botschaft gehabt, für dem König weiterzugeben. Wir lesen 2. Könige 13, 18 und 19, wie steht, dann befahl also er, der Elisa, er dem König, nimm nun die anderen Pfeile in die Hand. Joasch nahm sie und Elisa sagte, schlag damit auf den Boden. Dreimal schlug Joasch auf den Boden und dann hielt er inne. Da wurde der Prophet zornig, 5 oder 6 Mal hättest du schlagen sollen, taltete ihn. Dann hättest du die Syrer endgültig vernichtet. Jetzt aber wirst du sie nur 3-mal besiegen. Was ist passiert? Gott hat durch den Prophet, durch den König gesagt, nimm die Pfeile und schlag auf den Boden. Gott hat nicht gesagt, schlag 3-mal auf den Boden durch den Prophet. Er hat einfach gesagt, hau auf den Boden. Und das hat der König gemacht, er hat gedacht, ja, jetzt habe ich ja 3-mal, das reicht. Aber er hat einfach weiterfahren. Und manchmal merke ich selber in meinem Leben, okay, gut, jetzt habe ich ja aufgeschrieben, für was ich dankbar bin. Jetzt darf ich gut noch ein bisschen ausrufen, weil ich es ja mal schon gemacht habe. Und immer das wieder zu hören und wir sollen ermutigend, positiv und immer wieder unser Herz fühlen. Manchmal mache ich einfach auch nicht mehr. Weil die Situation hat sich noch nicht verändert. Wir haben wie symbolisch mit diesen Pfeilen eigentlich schon für uns genug auf den Boden geschlagen. Aber ich möchte uns ermutigen. Bleiben wir einfach dran. Manchmal mögen wir besser, manchmal mögen wir weniger gut. Aber in dieser Geschichte können wir lernen, solange Gott nichts Angst hat, solange Gott auch nicht Durchbruch schenkt, wie wir uns vorstellen,
einfach weiterfahren. Das ist für mich eine Symbolik mit diesen Pfeilen. Darum habe ich uns in meinem Büro einen aufgestellt, der mich immer daran erinnert, zu sagen, es ist nicht Zeit aufzugeben. Es ist nicht Zeit aufzuhören. Probieren, immer wieder darauf zu vertrauen, dass Gott einen Plan hat. Dass er alles im Griff hat. Sprüche 24, 16 steht es, auch Leute, die im Glauben unterwegs sind, oftmals stürzen im Leben, umkehren. Aber das Schöne ist, es steht, dass die, die mit Gott unterwegs sind, auch immer wieder Kraft finden, aufzustehen. Über Situationen im Leben, die sie müde sind, die sie nicht mögen, immer wieder den Glauben dürfen finden, aufzustehen. Und ich bin überzeugt, Gott möchte uns alle mit dieser Kraft und diesem Frieden beschenken. Uns helfen, das Gute zu sehen, in Dankbarkeit innen dürfen zu bleiben. Mal probieren, unseren Mut zu schliessen, wenn wir so ein bisschen dem Ausrufen und Beschweren verfallen. Und dort uns daran erinnern, das ist immer noch Gott. Ein Gott, der es im Griff hat. Ein Gott, der so gut meint mit uns und uns über alles liebt. Ganz egal, ob wir alles richtig machen oder falsch.